Wir sind heute in der Koblenzer Innenstadt für Sie unterwegs und uns interessiert, ob Sie wissen, wo Halloween eigentlich herkommt, warum Kinder sich verkleiden und warum Süßigkeiten gesammelt werden. Wir schauen mal, wie viele von Ihnen das überhaupt wissen. Kommen Sie mit? Wisst ihr, wo der Halloween-Brauch herkommt? Nee. Jemand von euch? Nee. Und warum verkleiden die Kinder sich an Halloween? Man wollte Halloween nicht wenn man wollte irgendwie böse Geister oder so damit erschrecken mit den ganzen Kostümen, ja. Wisst ihr, wo der Halloween-Brauch herkommt? Wusste ich mal. Jetzt nicht mehr. Weißt du denn, warum die Kinder sich verkleiden an dem Tag? Um die Gespenster zu erschrecken. Irgendwie so. Ja. Und warum werden Süßigkeiten gesammelt? Das weiß ich nicht. Die Kinder? Ja, mit Sicherheit nicht wegen dem Brauch, sondern wegen Süßes und Saurem. Und warum wird das gesammelt? Für die Kinder natürlich, damit sie Schokolade haben, aber wahrscheinlich um irgendwelche Geister zu vertreiben, würde ich sagen, aus dem Jenseits. Also Verstorbene, irgend sowas. Weißt du, warum die Kinder sich verkleiden an dem Tag? Um sich irgendwie vor Geistern zu tarnen oder so. Ja, um Geister oder sowas wegzuhauen, wegen Allerheiligen und so, das hat irgendwie was mit zu tun. Und warum werden Süßigkeiten gesammelt? Aus Amerika. Und warum verkleiden die Kinder sich? Um die bösen Geister zu vertreiben. Und warum werden Süßigkeiten gesammelt? Das weiß ich nicht. 2 von 3, sehr, sehr gut. Okay. Also das Moderne aus Amerika. Und vorher gab es da noch irgendwie so einen Brauch aus irgendeinem anderen Land. Aber ich bin mir nicht ganz sicher von wo. Aus dem Keltischen. Keltischen, ja. Übergang vom letzten Oktober auf den 1. November. Von Amerika oder England irgendwo, ne? So ähnlich? Ähnlich, ne? Irland. Ist es besser? Wissen Sie denn, wo der Halloween-Brauch herkommt? Ja, aus Irland. Und warum verkleiden die Kinder sich an dem Tag? Um die bösen Geister zu vertreiben. Aus Irland. Das ist richtig. Und warum verkleiden die Kinder sich an Halloween? Also, wenn man nach dem Brauch geht, dann war das ja, um böse Geister fernzuhalten eigentlich durch die Verkleidung, die abzuschrecken. So, wie Sie sehen, wussten nicht so viele von Ihnen, wo Halloween eigentlich herkommt. Wir hatten ein paar, die wussten überhaupt nichts. Wir hatten ein paar, die lagen ganz richtig. Und wir hatten ein paar, die lagen wirklich echt daneben. Und deshalb wollen wir Ihnen jetzt einmal erklären, wo Halloween denn eigentlich überhaupt herkommt. Der Brauch von Halloween hat ursprünglich keltische Wurzeln und geht auf ein Fest namens Samhain zurück. Samhain wurde gefeiert, um das Ende der Erntezeit und den Beginn des Winters zu markieren. Die Kelten glaubten, dass in der Nacht vom 31. Oktober zum 1. November die Grenze zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten verschwamm. Um böse Geister abzuwehren, entzündeten sie Feuer und trugen Kostüme. Im Laufe der Jahrhunderte vermischten sich diese keltischen Traditionen mit christlichen Bräuchen, insbesondere dem Fest der Allerheiligen. In den USA wurde Halloween im 19. Jahrhundert von irischen Einwanderern populärer und es entwickelte sich zu einem modernen Fest, bei dem Kinder in Kostümen von Tür zu Tür gehen, um Süßigkeiten zu sammeln. Heutzutage ist Halloween in vielen Ländern ein weit verbreitetes Fest, das oft mit Kostümen, Gruselpartys und Süßigkeiten in Verbindung gebracht wird.